Mexiko ist in diesen Tagen nicht im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Das heißt aber nicht, dass es um die Menschenrechte in Mexiko wohl bestellt ist. Es besteht im Gegenteil vielmehr der Verdacht, dass sich die Weltöffentlichkeit daran gewöhnt hat, dass Sicherheitskräfte und Militärs eher Komplizen bei Menschenrechtsverletzungen sind, als die Menschenrechte schützen. Mehr als 11.000 Opfer gab es bei dem Kampf der Drogenkartelle im vergangenen Jahr allein. Die wenigsten Täter wurden zur Rechenschaft gezogen. Es besteht auch die Gefahr in Mexiko, dass sich die Öffentlichkeit daran gewöhnt hat, dass Menschenrechtsverteidiger eingeschüchtert, verfolgt und ermordet werden, ohne dass Polizei und Sicherheitskräfte sie schützen. Wir haben ständig neue Fälle und dass sich die Weltgemeinschaft daran gewöhnt hat, dass die indigene Bevölkerung in Mexiko regelmäßig stigmatisiert, diskriminiert und bedroht wird. Amnesty hat sich nicht daran gewöhnt und Abel Barrera und seine Menschenrechtsorganisation haben sich schon gar nicht daran gewöhnt. Und ich freue mich sehr, dass Herr Barrera jetzt persönlich über seine Arbeit in Mexiko und seinen Kampf für die Menschenrechte, den friedlichen Kampf für die Menschenrechte berichten wird. Ich übergebe an Abel Barrera. En verdad, para mí es un privilegio poder estar junto a ustedes y cobijado por Amnistía Internacional. Für mich ist es eine große Ehre, hier zu sein unter der Schirmherrschaft und mit der Hilfe von Amnistía Internacional. Casi cumplimos los mismos años de yo de nacer y de vivir y de abrir los ojos para luchar por la justicia y Amnistía Internacional Alemania para que en el mundo realmente habite lo que tanto luchamos, el respeto a los derechos humanos. Amnesty International und ich haben fast das gleiche Alter und setzen uns beide für den Kampf gegen die Menschenrechtsverletzungen. Estas palabras y estos pensamientos que traigo aquí ante ustedes en buena medida expresan el clamor, el dolor y la preocupación de muchos hombres y muchas mujeres indígenas de la montaña de Guerrero, así también como de la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos de México. Ich möchte zunächst einmal einige Worte zum Ausdruck bringen zum Schmerzen der Frauen, die jetzt unter Menschenrechtsverletzungen leiden in Mexiko, aber auch einige Worte zum Schmerz der internationalen Gemeinschaft zu diesen Menschenrechtsverletzungen. Cuando empezamos a acompañar y a documentar casos graves de violaciones a los derechos humanos, nunca imaginamos que este camino era un sendero peligroso, era doloroso y plagado de peligros. Als wir damals begonnen haben, gegen die Menschenrechtsverletzungen zu kämpfen, konnten wir uns kaum vorstellen, dass dies ein gefährlicher und schmerzhafter Weg wäre. Para los pueblos indígenas no había nada de qué sorprenderse, porque en verdad así son los caminos de la montaña, intransitables, sinuosos y siempre caminando cuesta arriba. Aber für die indigenen Völker waren diese Wege, diese schmerzhaften Wege, normale Wege, Wege der Realität. Denn für sie, für die indigenen Völker, sind diese Wege immer nach oben. Son los caminos por donde transitan los olvidados de México, los excluidos de la patria. Todo por ser diferentes, por luchar por un mundo justo y por querer compartir los bienes en comunidad. Da sind die Wege, die Vergessene gehen, die Ausgegrenzte gehen. Personen, die von der Gemeinschaft ausgegrenzt worden sind, nur weil sie anders sind, nur weil sie sich im Kampf gegen die Menschenrechtsverletzungen einsetzen. Cuando uno se adentra montaña adentro, como defensor o defensora, se topa de golpe con el cruento sufrimiento de la gente, con los niños descalzos y desnutridos, con las mujeres maltratadas que desde los 13 años ya son madres de familia y que tienen como esperanza de vida 40 años,
por cargar con la responsabilidad de cuidar a los hijos, de trabajar en el campo y de soportar al esposo. Wenn man aber in den Bergen ist, dann sieht man sofort dieses grausame Leiden, die Unterernährung der Kinder, barfuße Kinder, Misshandlungen, Frauen, die schon Mütter sind, seitdem sie 13 Jahre alt sind, Frauen, die eine Lebenserwartung haben von 40 Jahren, die die Hilfe von den Männern manchmal gar nicht bekommen und alleine die Kinder erziehen müssen. De golpe, uno se enfrenta con una pesadilla, con las violaciones masivas de los derechos humanos, las violaciones al derecho a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la salud, al empleo, en fin, a todo este proceso de deshumanización. In den Bergen sieht man sofort einen Albtraum. Man sieht die massiven Menschenrechtsverletzungen, die Verletzungen gegen das Recht auf Ernährung, auf Bildung, auf Wohnung, auf Gesundheit und auf Arbeit. En este enclave del olvido en la montaña es donde Tlachinolan realiza su trabajo desde hace 16 años. Con los pueblos hemos aprendido a caminar este difícil sendero de la justicia. Con ellos hemos encontrado el valor para alzar la voz. También con ellos descubrimos la fuerza para no tener miedo, para no claudicar y para no someterse al poderoso. In den Bergen haben wir das Menschenrechtszentrum Tlachinolan vor 16 Jahren gegründet. Von den indigenen Völkern lernen wir also, diesen schwierigen Weg zu gehen, den Weg der Ungerechtigkeit. Wir lernen auch von den indigenen Völkern, unsere Stimme zu erheben. Wir haben die Kraft der indigenen Völker und wir haben keine Angst, gegen die Menschenrechtsverletzungen zu kämpfen. Los pueblos indígenas nos han ayudado a discernir esta opción de vida como defensor y defensora. Nos enseñaron a vivir la mística de lo que significa luchar por la justicia. Nos han dado su cariño, nos han dado comida, nos han dado sobre todo su confianza. Von der indigenen Gemeinde lernen wir viele Sachen zu machen. Wir haben diesen Lebensweg ausgewählt. Wir lernen, so zu leben. Wir lernen, für die Verteidigung der Menschenrechte zu kämpfen. Wir haben aber auch vieles bekommen von der indigenen Gemeinde. Wir haben Essen von ihnen bekommen. Wir haben Zuneigung bekommen, aber auch das Vertrauen. En sus chozas de pisos de tierra, descubrimos cuán cruel es el gobierno, cómo aplica sin miramiento sus políticas etnocidas, cómo atropella los derechos de los débiles, cómo militariza las regiones, cómo viola a las mujeres indígenas, cómo aplica la tortura, persigue a los disidentes y lo más cobarde es que deja en la orfandad a niños y mujeres, porque el gobierno prefiere que mueran de hambre los niños y las mujeres a perder ellos sus privilegios. Wir sehen in den Hütten von der indigenen Gemeinde in den Bergen, dass es hier viele Grausamkeiten gibt. Wir sehen, wie die Regierung systematisch das Recht der schwachen Menschen verletzt. Wir sehen, wie die Regierung sich militärisch einsetzt und sehr gewalttätig in den armen Regionen. Wir sehen, wie die Regierung und vor allem wie die Streitkräfte die indigenen Frauen vergewaltigen und foltern, aber auch die Dissidenten verfolgen. Die Regierung hat also viele Menschen verlassen, Frauen, aber auch viele Kinder wurden dadurch verwaist. Der Regierung ist das lieber, als sich für die Menschenrechte einzusetzen. Sin saberlo, también, al igual que Amnistía Internacional, no nos hemos acostumbrado a vivir en la injusticia, a vivir de rodillas, sino más bien a rebelarnos y alzar la voz
para gritar como los pueblos que haya justicia en este mundo. Wie Amnesty International haben wir uns nicht daran gewohnt, dass es Menschenrechtsverletzungen gibt. Wir haben uns nicht daran gewohnt, in der Ungerechtigkeit zu leben, sondern wir haben unsere Kräfte vereint und wir kämpfen hart für die Menschenrechte. Nuestra lucha se nutre de este movimiento internacional por los derechos humanos, por esta esperanza de los pueblos indígenas para alcanzar un mundo justo. Por eso, con todos ellos y ellas, asumimos el compromiso de exigirle al Estado que cumpla con su responsabilidad de respetar los derechos básicos. Mit der internationalen Gemeinschaft haben wir uns eingesetzt. Wir bewegen uns, damit die Menschenrechte bewahrt werden. Wir haben die Hoffnung, dass dies geschieht, und wir machen das auf internationaler Ebene mit der Hilfe von internationalen Organisationen und Strafgerichtshöfen.